Es fällt auf, dass sich die Kanzlerin ganz ungewöhnliche Interviewer dann auch im Zweifel sucht. Der erste sitzt heute gerade hier, Florian Mundt oder Le Floyd, ganz erfolgreicher YouTuber, der seit einigen Jahren dieses Geschäft betreibt. Hohe Glaubwürdigkeit, vor allen Dingen bei der jungen Zielgruppe. Und der vor 2 Jahren das erste YouTube-Interview sozusagen mit der Kanzlerin geführt hat. Wie ist es damals dazu gekommen, Florian? Und was haben Sie gedacht, als diese Frage kam? Damals ist es im Prinzip genauso gekommen, wie es jetzt auch der Fall war. Also die Anfrage kam durch das Bundespresseamt auch. Mhm. Damals ging es um diese ganze Zufriedenheitsumfrage in Deutschland. So, das war so das Thema. Und das Thema war dann im Prinzip auch bei mir ja, wie damals schon erklärt, dass ich mir im Prinzip die am häufigsten gestellten Fragen aus der Community raussuche, die dann dorthin trage und ich dann eben auch, um das nochmal aufzugreifen, dem Pudding im Teflonanzug gegenüber saß. Heute tatsächlich gäbe man mir die Gelegenheit, konjunktiv, würde ich es anders machen. Sie würden das Interview anders führen? Ja, tatsächlich. Zumal ich ja schon allein 3 Fragen in petto hätte, wo sie sich, die sie damals beantwortet hat, um 180 Grad gedreht hat. Mich interessiert, wie man das eigentlich in 2 Jahren macht, wenn man damals sagt, definitiv nein und heute ist die Ehe für alle quasi durch. Zum Beispiel PKW-Maut fällt mir ein. Ja, das. Die Ehe für alle. Wo sie gesagt hat, würde es mit ihr niemals geben. Und Energiewende? Ja, genau. Das war noch so ein Thema? Ja, das war eine richtig schöne Sache auch, ja. Und da sagt sie, gab ja auch solche Interviews in diesen Tagen, sagt sie, ja, da habe ich meine Meinung geändert. Ja. Was sagen Sie dann? Kann man ja auch machen, aber dann wäre ich mit so Formulierungen wie, würde es mit mir auf keinen Fall geben, vorsichtig. Ja, das stimmt. PKW-Maut wird es mit mir auf gar keinen Fall geben. Übrigens eine Formulierung aus dem letzten Kanzler-Duell. Auch die Ehe für alle wird es mit mir auf gar keinen Fall geben. Mhm. Mhm. Sie haben, als wir uns damals nach diesem Interview gesehen haben, hat sich bei mir wirklich eingeprägt. Sie haben damals gesagt, die haben mich benutzt. Es war sicherlich Wahlkampf und es war sicherlich auch eine Erschließung einer neuen Zielgruppe beispielsweise. Man muss ja dazu sagen, auch für mich war es PR-technisch Gold wert. Ja. Das ist einfach eine Sache, dem kann ich mich nicht verwehren. Aber ich bin natürlich schon als derjenige, der in seinem Leben zuvor noch kein Interview geführt hat, mit irgendwem, ziemlich heiß baden gegangen in der Situation. Ja, das stimmt schon. Wie war diese erste Begegnung mit Angela Merkel? Außerordentlich professionell und unterkühlt. So wie ich mir Politiker größtenteils auch vorstelle. Mhm. Wusste sie, dass Sie vorher noch nie ein Interview geführt hatten? Das weiß ich nicht. Ich denke schon. Also zumindest, wenn man meinen Background checkt, dann kriegt garantiert, man das, sagen Sie? Dann kriegt man das auch raus. Wird man deswegen dann ausgesucht, weil man sie, noch nie eins sie hat einen der besten Wahlkampfberater, der im Hauptberuf Regierungssprecher ist. Und der ist in der Szene so gut drin. Der hat das garantiert recherchiert, kann Unheil drohen, am besten nein. Er hat noch nie ein Interview geführt. Gute Basis für ein Interview mit der Kanzlerin. Das ist interessant. Das ist interessant, weil wollen wir uns gleich noch mal anschauen. Es gab nämlich diesbezüglich jetzt in diesem neuen Interview, das war ein neues Format, wie man heutzutage sagt, ja, 4 von euch, 4 sehr erfolgreiche YouTuber, die dann am Start waren. Eine davon war Lisa Sophie. Hatten Sie schon mal Interviews geführt vorher, Lisa? Ja, ne, für die Kollegen vom WDR und so weiter. Ja. Ja. Genau, also bei mir ist es so, dass ich schon einige Jahre davor angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten und auch Interviews geführt habe in dem Rahmen. Natürlich jetzt nicht mit jemandem wie der Kanzlerin, sondern vielleicht auch häufiger mal mit Leuten in meinem Alter. Und deswegen, ja, war das natürlich eine andere Nummer. Wie oft haben Sie sich gefragt, warum nimmt die jetzt gerade mich? Gibt ja auch andere, die auch, weiß ich nicht, eine Viertelmillion, halbe Million, Dreiviertelmillion Abonnenten haben und sozusagen auch jemand sind, der dann auch wirklich politisch, speziell bei den jungen Leuten, was bewegen kann. Ja, natürlich habe ich mich das gefragt im Voraus, aber ich glaube, ich habe mich hauptsächlich gefreut zu sehen, dass ich dann ausgewählt wurde. Und mir ist gesagt worden, dass das eine Entscheidung war aufgrund von Kompetenz, also dass mir zugetraut wird, dass ich das mache. Und demnach habe ich das dann nicht weiter hinterfragt. Ja, ja, die junge Frau rechts hat auch einen Teil dieses Interviews geführt. Und die beschäftigt sich in allererster Linie mit Beauty-Tipps und solchen Geschichten. Ist jemand, der, sag mal, politisch jetzt nicht so beschlagen ist. Und es gab am Ende dieses Interviews, ich finde, das hat sie übrigens prima gemacht, gab am Ende dieses, ne, finde ich absolut, gab am Ende dieses Interviews eine sehr interessante Szene, und zwar speziell mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Wonka, nämlich, die wissen ganz genau Bescheid, ob da jemand schon mal ein solches Interview gemacht hat oder nicht.
Dann sagen wir mal, gibt es jetzt einen Preis für eine Oscar-verdächtige Leistung. Bitte schön. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen. Das war übrigens mein allererstes Interview. Das war wirklich sehr interessant. Ihr allererstes Interview im Leben? Ja. Sonst machen Sie immer nur Selbstdarstellung, sozusagen der Produkte oder wie? Nein, aber es war das erste Mal, dass ich persönlich jemanden interviewt habe. Ja, gut, aber ich würde sagen, Sie haben Talent. Dankeschön. Herr Wonka, ist das glaubwürdig? Kann ich mir nicht vorstellen, weil diese Kanzlerin noch mehr als der legendäre Gerhard Schröder nichts, was mit Presse zu tun hat, unvorbereitet und ohne Akte in ihrer Tagesmappe hat. Wer ist das? Was will der? Wo könnten Fallstricke lauern? Und was darf ich bei dem oder bei der auf keinen Fall sagen? So, das ist Profimanagement und da ist Merkel eine absolute Profispielerin. Was glaubt Florian? Ich verabschiede mich gerade von meinem zweiten Interview schon gedanklich. Weil? Naja, mit dem Background-Check, wo können Fallstricke lauern? kann das ein oder andere passieren? Möglicherweise. Ganz grundsätzlich, euer Gefühl, wenn es zu solchen Begegnungen mit Spitzenpolitikern kommt, von Ihnen ist der Satz überliefert, das war alles furchtbar wischiwaschi. Ja. Also das war mein Eindruck bei den Antworten, die gegeben wurden. Wir hatten ja auch wirklich nur relativ wenig Zeit. Das waren 10 Minuten pro Person. Und da steht man natürlich vor der Herausforderung, möchte ich jetzt möglichst viele Fragen stellen oder möchte ich noch mal nachhaken? Und wenn man dann eine Antwort bekommt, die irgendwie sehr wenig konkret ist, dann ist natürlich der Drang da zu sagen, man möchte nachhaken. Man will gleichzeitig aber auch der Community gerecht werden, die ja sehr viele verschiedene Fragen hat, das alles mit reinbekommen. Ja, da war ich teilweise schon ein bisschen enttäuscht von dem, was sie gesagt hat. Wie waren denn die Reaktionen danach? Die Reaktion meiner Zuschauer? Ja. Also sie waren größtenteils zufrieden, was das Reinbringen ihrer Themen angeht. Also sie hatten mir geschrieben, dass sie das Gefühl hatten, dass ich sie da gut repräsentiert habe. Aber sie waren eben auch sehr enttäuscht von dem, was von Frau Merkel zurückkam. Mhm. Wie war die Reaktion bei Florian damals? Ja. Ich würde sagen, zu 90% negativ. Also ich würde sagen, man hat mir jede Antwort von Frau Merkel angelastet. Also auch aus Ihrer eigenen Community, wie das nein, heißt? Nein, auf gar keinen Fall. Auf der die fanden Community das überhaupt nicht, weil da war die Prämisse klar. Ja. Fragen aus der Community werden da hingetragen. Was die Fachpresse anging, das war unangenehm. Aber man lernt da auch draus, das muss man dazu sagen. Und das war tatsächlich bei euch nicht anders? Ja, genau dasselbe. Ich habe böse Sachen gelesen hinterher das und dachte mir, ja, das überlebt man. Ich würde das nicht so ernst nehmen. Das überlebt man gut, das ist kein Problem. Ich fand das ganz interessant, weil diese Häme und diese Kritik teilweise genau aus den Kreisen kommt, die heute die Chance hatten, der Kanzlerin ihre besonders kritischen Fragen zu stellen und das trotzdem nicht gemacht haben. So ist es, ja, Maulhelden. Ist das ein grundsätzliches Problem, Herr Wonka, mit der Bitte um kurze Antwort, dass wir mittlerweile in politischer Kultur haben, dass die entscheidenden Fragen nicht gestellt werden, großräumig umfahren werden? Ich habe das Parteiprogramm zum Beispiel der CDU gesehen, das sind 73, 74 Seiten. Das Migrationsthema, eines der brennenden großen Themen global, taucht auf Seite 65 das erste Mal auf. Ja, es ist ein Prozess der schleichenden Entpolitisierung, den wir mit Angela Merkel erlebt haben. Anders als bei Helmut Kohl gab es am Ende und mittendrin eine große Diskussionsbereitschaft, Streitkultur. Man hat gestritten mit dem Mann. Das hat der Politik gut getan. Streiten Sie mal mit Angela Merkel, das schafft ja nicht mal mehr Horst Seehofer jetzt. Es geht einfach nicht. Wobei ich finde zum Teil, dass man das ihr nicht anlasten kann, sondern denen, die Fragen stellen. Und ich fand gerade in eurem Fall, ich habe mir das wirklich von vorne bis hinten angesehen, ich konnte diese Kritik zum Teil überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand, ihr habt das durch die Bank gut gemacht. Da sitzen 22-Jährige, 23-Jährige und die fragen das, was sie aus ihrer Welt, in ihrer Generation interessiert. Das ist schön, das mal zu hören. Ja, das war so. Dankeschön. Bringt denn Angela Merkel das was ihr da gemacht habt? Ich fand ja, dass sie teilweise entgegen sonstigen Gepflogenheiten auch durchaus auch sehr konkret geantwortet hat bei ganz bestimmten Dingen. Bringt ihr das, was glauben Sie? Oder anders gefragt, fühlen auch Sie sich benutzt?
Eher nicht. Also ich glaube, bei diesem Benutztvorwurf steckt auch immer so ein bisschen dahinter, dass man den Jugendlichen nicht zutraut, selber kritisch zu denken. Guter Punkt. Und es ist halt so, natürlich, wir bieten ihr damit eine Plattform. Ich muss an der Stelle auch dazu sagen, weil uns ja häufig vorgeworfen wurde, warum reden wir nur mit Frau Merkel? Mhm. Es wird am 5.9. ein Interview geben mit Martin Schulz. Das heißt, auch er wird diese Plattform bekommen. Genau. Ja. Und deswegen... Das heißt, die gleichen Leute machen dann dieses Interview? Ich werde wieder dabei sein. Also dieselben. Einer der anderen wird auch dabei sein. Ja. Und zwei Leute werden anders besetzt sein. Okay, guck mal, und LeFloid wird schon nicht mal gefragt. Der ist zu kritisch, der ist raus. Ich wurde gefragt, ich weiß bloß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt noch in Deutschland bin. Warum, auf der Flucht vor der Steuer? Nee, oder das gar nicht. Ich muss bloß... wir drehen aktuell für ein großes Projekt für nächstes Jahr und ich reise wirklich komplett durch die ganze Weltgeschichte. Und das Okay. Sie haben ein anderes tolles Projekt gemacht, das mir ein Buch. Wie geht eigentlich Demokratie? Tatsächlich. Was ist die Idee dieses Buches? Die Idee dahinter war dass ich es unfassbar schön finde, sich selbst mal auch irgendwie mit einem Buch zu verewigen tatsächlich, weil das kann man tatsächlich auch so von seiner Bucketlist streichen. Und dann fragt man sich natürlich auch, was macht man eigentlich für ein Buch? Ich bin definitiv zu jung für irgendeine Biografie oder irgendwas und beschäftige mich nun wirklich schon seit so vielen Jahren auf YouTube und im Netz eben auch unter anderem mit dem Thema Politik. Ich habe das in der Schule schon tatsächlich sehr gemocht. Und das Thema ist durchweg immer sehr trocken. Und sich dann irgendwie an ein Sachbuch heranzuwagen, ist schon ein schmaler Grat auch. Und da ist es eben der Ansatzpunkt gewesen, unendlich viele junge Menschen haben Fragen zum Thema Politik. Also haben wir uns überlegt, stricken wir dieses Buch genau um viele, viele Fragen. Wir machen nicht Punkt 1, Demokratie, Doppelpunkt, sondern wir bauen unendlich viele Fragen und Unterfragen rein. So, als würde jemand Fragen stellen, der wirklich denkt, ja aber wie geht das eigentlich? Und wer ist das eigentlich? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ja. Und auch mal andersrum aufgebaut, warum klappt es eigentlich nicht? Was sind die Gründe dafür? Ja, also, das war so die Idee dahinter. Also, tolles Projekt. Ich finde es toll, dass sich so junge Menschen so intensiv mit Politik auseinandersetzen. Gehöre auch überhaupt nicht zu denen, die sagen, junge Leute interessiert Politik heute nicht mehr. Das stimmt nämlich nicht. Das ist meine Beobachtung. Die interessieren sich... Knapp 3,2 Millionen Leute auf meinem Kanal sind sehr wohl dafür. Die Präsentation ist die falsche. Bitte? Die Präsentation ist die falsche. Das ist häufig das Problem, dass das Grundinteresse da ist, aber dass das den Leuten nicht nahegebracht wird. Na bloß gut, hat da gerade einer ein Buch geschrieben. So, und da ist auch das große Missverständnis, finde ich, zu sagen, ihr müsst das genauso machen wie Herr Wonka oder wie Anne Will oder wie wir das auch teilweise hier in der Sendung machen, Leute hart rannehmen, kritisch befragen. Das ist nicht euer Job. Ihr macht das auf eine andere Art und Weise. Ihr macht das teilweise auch mit sehr viel Humor, sehr ernsthaft, sehr seriös. Das gefällt mir. Schön, dass ihr heute da seid. Herzlichen Dank.